Na, wir machen beim Freestar Collective weiter und müssen uns ins Orbit begeben. Und Söldner suchen. Genau. Und dafür müssen wir auch auf Montara Luna. Finden wir mal heraus, wie wir da überhaupt hinkommen. Finden wir mal das heraus. In unserem schönen Outfit hier. Oh, mittlerweile, ich sehe gerade, ich habe ja wieder eine Granate. Ich habe ja im letzten Stream meine allerletzte Granate verloren. Also, was heißt verloren, aber halt genutzt. Jetzt habe ich wieder eine Granate, okay. Was hier alles so rumliegt. Auch hier wieder dieses süße kleine Kuscheltier, der Sternfreund, alles hier. Muzzle me, okay. Ich gehe mal hier raus. Und noch weiter raus. Und ich habe mich wieder verlaufen. Wie kam ich nochmal... Ah, hier runter, ne? Nee. Weißt du. Ah, nee, ist die Abstellkammer. Ah, hier! Mein Gott, das ist aber auch immer so ein Labyrinth hier in den Gebäuden. So, einmal hier raus. So. Aquila City, wie war jetzt nochmal meine Tragekapazität? Ich habe im letzten Stream ja relativ viel zurückgebracht, damit wir jetzt leer weiterreisen können. Guck nochmal. Damit ich ungefähr einschätzen kann, wie viel ich gleich wieder looten darf. Oh, scheiße. Da ist nicht so viel Luft nach oben. Verdammt. Ich dachte, Ed, ich hätte doch noch mal gut was weggegeben. Ich glaube, ich muss mal mehr von Sonstiges abgeben, ne? Masse, wobei Sonstiges hat keine Masse. Interessant. Interessant, ja. Also ich habe wieder mal Probleme hier mit meiner Rüstung. Deswegen reise ich doch noch mal zurück. Noch mal zurück ins andere Sternsystem. Wo war denn der Bums nochmal hier? Voli. Genau. Nee. Nee, nicht Voli. Ich verwechsel die einfach immer. Narion. Alpha Centauri. Da will ich hin. Da will ich hin. Alpha Centauri. Dann gebe ich jetzt doch nochmal ein paar Sachen. Geh dann auf Jemison. Und gebe hier jetzt doch nochmal in der Loge ein paar Sachen ab. Damit wir auch mal ein bisschen was lohnen können. Ich finde halt immer alles so wichtig, was man findet. Das kann man alles, fast alles, halt wiederverwerten oder gebrauchen. Ich gebe es nur ungern zu, aber nur Atlantis hat schon Stil. Oh mein Gott, endlich ist es mal wieder hell. Im letzten Stream waren wir doch häufig sehr dunkel unterwegs. Schön, wieder da zu sein. Hallo, Captain. Wo war mein Zimmer jetzt wieder? Nee, ich glaube, das war irgendwo hier, ne? Nee. Ah, nein, hier war es nicht, hä? Warte, mein Zimmer war doch... nee. Da auch nicht. Hier war das, ne? Ja. Okay, also ich muss jetzt wirklich nochmal gucken. Was brauche ich wirklich nicht? Da muss ich mich jetzt endlich mal selber ein bisschen... Eisen zum Beispiel. Ich schleppe die ganze Zeit Eisen mit mir mit. Brauche ich gerade gar nicht. Brauche ich nicht. Ach nee, Moment. Ach, jetzt habe ich es mitgenommen. Ach, ich muss auf mein Inventar. Oh nein! Oh, ich habe mich verklickt. Ich habe mich verklickt. Nochmal. Das war falsch. Schade. Ich dachte gerade schon so, hä, wieso habe ich denn gerade Eisen dabei? So, sonstiges. So, ich kann Eisen eigentlich wieder weg, ne? Auch das Stofftier, das ist so süß. Aber ich lagere das jetzt erstmal. Brauche ich ja jetzt nicht. Oder auch hier so eine Spielkarte.
Die Solomons-Karten, waren die irgendwie wichtig? War da nicht irgendwie, dass wir da hin müssen? Ihr Herz des Mars zum Beispiel. Gebe ich erstmal ab, brauche ich jetzt nicht. Ich habe doch gerade Eisen mitgenommen, da. Alles lagern. Genau, das war jetzt nämlich gerade ein bisschen zu viel. Auch Chlor lagere ich jetzt erstmal alles ein. Brauche ich gerade nicht. Noch nicht. Den Nährstoff brauche ich nicht. Aber ich habe jetzt ein bisschen Wasser abgegeben. Das sollte jetzt erstmal alles da drin sein. So. Wir sollen nach Narion. Hallo. Hallo. Und dann nach Navachi. Navachi. Navachi? Hä? Ne, hier bin ich nicht richtig. Begib dich zum Orbit. Ach so, einfach hier ins Orbit reinfliegen. Wie kann ich das denn machen? Einfach nach Polvo anklicken? Haupttown. Kurs nach Haupttown. Einen Sprung machen, okay. Mayday. Okay, Mayday. Okay. Hier spricht Freestyle Ranger Nia Kalu. Falls mich jemand hört. Systemausfall. Oh nein. Ich brauche Hilfe. Ich komme. Ich wiederhole. Ich brauche Hilfe. Willkommen im Freestyle Collective. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir dein Schiff scannen. Wir sind hier fertig. Willkommen in Haupttown. Ganz schön weit weg. Aber wo muss ich jetzt hin? Nach da oben? Oder was ist jetzt meine Mission? Da ist ihr Schiff. Nia Kalus Schiff. Okay, das heißt, wir müssen da hoch. Okay. Ich ramm die doch gleich wieder. Ein bisschen zu viel auf Laser gerade. Ich beschieße ja gerade niemanden. So, stopp, stopp, stopp. Nein, 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 nein. Moment. Ah, das habe ich nach unten links geguckt, deswegen war ich jetzt gerade abgelenkt. So, da möchte ich hin. Hallo. Ich möchte... Kann ja nicht sein jetzt hier. Hä? Andocken! Mein Gott, da sind so viele Icons. Ich musste jetzt gerade erstmal gucken, wie ich andocken kann. Ich hab's gerade nicht gesehen. Ich habe gedacht, es kommt in der Mitte und nicht irgendwo rechts oben. Wir sind angedockt. Okay. Die Crew dieses Schiffes wird begeistert sein, dich zu sehen. Naja, mal gucken. Ah, Sam. Okay. Was ist denn hier los? Hier ist ja irgendein... Oh, die Schiebdüsen sind kaputt. Stimmt, hat sie ja gerade gesagt. Das sieht man dann hier. Wie komme ich denn da hin? Hier runter? Huch! Toll. Danke, Spiel. Sehr nett. Jetzt ist das eine Tür hier. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit unten. Ich glaube, wir sind hier im Lagerraum angekommen. Nee. Komme ich jetzt hier runter? Oh nein. Hä, wieso komme ich jetzt? Danke. Ich kam jetzt gerade irgendwie nicht nach rechts. Okay, so, da ist sie. Oh oh. Speichern. Du bist hoffentlich hier, um mir zu helfen und nicht, um mein Schiff zu stehlen. Ich bin Ranger Deputy Bips. Ich bin neu. Marke zeigen. Der Marshall schickt mich. Ich brauche deine Hilfe. Marke zeigen. Naja, es ist ein hübsches Schiff. Aber nein, ich bin nicht hier, um es zu stehlen. Ich bin Deputy Bips. Willkommen an Bord, Deputy.
Tut mir leid, dass ich dich nicht herumführen kann. Ich habe eine Bande von Gesetzlosen verfolgt, die Handelsschiffe überfallen. Die Schweine haben mich überrumpelt. Ich konnte sie verjagen, habe aber einiges eingesteckt. Wie du siehst, kann ich keine Reparaturen vornehmen. Nee, schwierig. Mal sehen, ob ich dich wieder in die Luft bringe. Wir müssen dich zu einem Arzt schaffen, ja. Bald wirken die Schmerzmittel. Dann ist alles gut. Das Schiff hat Priorität. Ohne Schiff kann ich nicht arbeiten. Flick ist einfach gut genug, dass wir es nach Haupthand schaffen. Der Rest wird da gemacht. Ich helfe dir, aber im Gegenzug bitte ich dich um einen Gefallen. Darum musst du nicht bitten, ich hätte dir sowieso geholfen. Kleiner Hinweis, da du ja neu bist. Ranger unterstützen einander. Immer. Das ist man gar nicht mehr gewohnt. Ranger sind ein Team. Es gibt keine Gefallen. Ja, ist ja gut. Ich glaube, ich mache mich irgendwie mit dieser Questreihe super unbeliebt bei Sam. Ich verlange immer noch extra was und das findet Sam nicht gut. Entschuldigung. Ich wollte nur gucken, ob das funktioniert. Reparieren. Das war ja einfach. Alles so einfach wäre. Komm ich denn da unten hin? Und wie komme ich da oben hin? Es ist manchmal so ein bisschen schade, dass es noch keine Karten für Schiffe gibt. So, das wäre ganz cool. Also für andere Schiffe. Ich laufe jetzt wieder überall und nirgendwo hin. Ach ja, ich gehe mal hoch. Nein, ich wollte hoch. Moment. Vielleicht finde ich oben, was ich suche. So. Ja, Schalter umlegen oder einen Knopf reindrücken ist gleichzeitig reparieren. Ja. Yep. Sehr vertikales Schiff. Sehr hoch gebaut. So, und jetzt das andere ist halt wieder unten. Nein. Nee, aber noch eine Etage weiter runter. Okay. Ah, dahin muss ich. Wenn alles sich so einfach reparieren ließe. Sprich mit Nia Kalu. Fertig. Mein Gott, die ganze Zeit hoch, runter. Okay. Danke. So komme ich nach Hause. Um die Gesetzlosen muss man sich trotzdem noch kümmern, das stimmt. Meinen Ranger-Kameraden helfe ich. Genau, jetzt schleimen wir erstmal ein bisschen. Gut. Nachdem ich gerade Minuspunkte bei Sam gemacht habe. Da macht es uns unser Leben deutlich leichter, wenn wir einander helfen. Also, reden wir über die Gesetzlosen. Sie sahen ziemlich mitgenommen aus und sind vermutlich nicht weit gekommen. Aber wenn sie es in ihr Versteck schaffen, finde ich sie nie wieder. Das dürfen wir nicht zulassen. Sag mir einfach, wohin sie unterwegs waren, dann kümmere ich mich darum. Sie waren wohl zum Polvomond Miata unterwegs. Okay. Viel Glück bei der Jagd. Begib dich nach Miata. Schöner Planetenname. Miata. Okay. Dann wieder hoch. Ach, noch höher, ne? Nee. Hä? Hier, okay. Perfekt. Alles klar. Ich gehöre hierher. Ja, das ist schön für dich. Ich gehöre auch hierher. Das ist mein Schiff. Ich bin deine Begleitung. Nein. Manchmal kriegst du ein bisschen Gänsehaut, wenn der irgendwas von sich lässt. Mein treuer Freund oder Fan hier. Abdocken? Wir sind frei und flugbereit. Ja, also wo muss ich hin?
Und was ist das da eigentlich für eine? Ist eine andere Quest, glaube ich, hier, oder? Das ist nicht meine... Ups, nicht meine Quest hier. Nach Polvo. Wo ist Polvo? Ah, das ist der Planet hier neben. Wo bin ich denn? Wo fliege ich denn gerade rum? Weiß man nicht. Aber da muss ich hin. Ja. Bereits an dieser Position... Was? Hä? Wie, bin ich das schon? Bin ich schon direkt gegenüber von Polvo? Ach, ich muss einfach nach rechts gucken. Rechts ist Polvo. Hunter. Das sieht aber ganz schön weit weg noch aus. Okay. 3 Meter weiter. Das ist wahrscheinlich der Mond, ne? Von diesem System hier. Und da hinten sind unsere Gegner. Ich mach grad was falsch, oder? Hä? Ah! Ah! Okay. Ich sag grad, ich klicke jetzt die ganze Zeit hin und her. Ich sehe das Schiff nicht. Ach, da hinten! Aber ich muss mal eben auf Laser. Ups, ein bisschen. Ah, warte, warte. Ballistik? Leute, hallo. Mein Gott. Piu, 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 piu. Nachladen, nachladen. Ist zu viel los hier gerade. Na komm, jetzt geh kaputt. Okay, den hätten wir schon mal. Aber hier ist gerade irgendwie... Oh Mann! So, ich wollte mich nur mal ganz kurz herantasten. Das riechen. Das ist nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. So, meine Schilde sind natürlich oben. Laser. Piu, piu, piu. So, erstmal wieder hier aufladen. Ah, Moment. Einmal nach oben gucken. Erstmal drehen. Das ist echt nicht einfach, sich zu drehen. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Ja. So. Boah, die ganze Zeit zu reparieren, ist aber auch nicht so einfach. So, wo sind die Nächsten? Wo sind die Nächsten? Ich sehe die halt nicht. Ah, da! Hey, ich bin heute noch gar nicht ab. Du haust von mir ab. Stehen.
kaputt. Okay. Gut. Das heißt, wir können wieder zurückfliegen. Nein, das war falsch. Da möchte ich gerne hin. Das ist so weit weg. Doch, da kann ich auch jetzt hinreisen. Du befindest dich im Freestar-Raum. Geschwindigkeit und Kurs beibehalten. Ich scanne auf Schmuggelware. Okay, das wär's. Willkommen in Hopetown. Genau, da möchte ich auch hin, nach Hopetown. Lädt das jetzt so lang? Oh Gott, ich habe das gerade nicht gespeichert. Ich hoffe, er hat das abgespeichert mit den Gegnern. Vorwärts bereit. Hä? Mit uns. Okay. Ich glaube, ich wollte hier nicht landen. Aber gut. Oder bin ich jetzt doch richtig? Dann lass das hier mal eben. Weil ich habe mich gerade, glaube ich, verklickt. Mal wieder. Ach doch, ich bin hier richtig. Okay, cool. Aha. Hier war ich auch noch nicht. Das sieht wirklich ganz schön hübsch aus hier. Sehr farbenfroh, zur Abwechslung mal. Ach, die Trackerin. Ist immer auch da. Ich will keine Beschwerden hören. So, bring dir mal die Quest hier weg. Bitte um Vergebung, aber ich bin etwas verzweifelt. Oh, das kann ich mir vorstellen. Oh Gott, hier gibt es garantiert noch viele neue Quests, oder? Gut, wir geben erstmal die eine Quest ab. Behalt deine Wertsachen im Auge. Wer sein Zorn nicht beschützt. Aha. Hallo. Du hast es geschafft. Ja, endlich. Haben die Gesetzlosen dir viel Ärger gemacht? Geht so. Kein bisschen. Sie haben sich ordentlich gewehrt, aber es hat nicht gereicht. Ja, deswegen lebe ich ja noch. Die hatten vermutlich genauso wenig Lust zu sterben wie du. Sinnlose, dämliche Vergeudung von Leben. Aber sie haben es sich selber eingebrockt. Sie haben ihr als erstes angegriffen. Es ist gerade ein Kurier aus Aquila angekommen. Der Marshall lässt grüßen und schickt ein Briefing zu deinem Fall. Ich hatte keine Ahnung, dass ein Schiff gestohlen wurde. Mir hat niemand was davon gesagt. Jedenfalls empfängt Hope uns, sobald wir bereit sind. Wenn du vorher noch was erledigen willst, nur zu. Sein Büro ist oben. Er ist in einem Meeting, aber das müsste bald vorbei sein. Komm. Okay. Wow. Geh mal hier durch. Oh, wie süß das piept. Im All. Das Motto ist so witzig. Du bist nicht nur Gründer und Präsident von Hopetech, sondern auch Mitglied im Rat der Gouverneure. Mhm. Der Rat kontrolliert die Freestar Ranger, also mach ihn nicht wütend. Ich habe viel Zeit investiert, um eine gute Beziehung zu Hope aufzubauen. Er ist manchmal etwas schwierig, aber auch bewundernswert. Er hat alles aufgebaut, was du hier siehst. So ziemlich jeder in der Stadt verdient sein Geld nur dank ihm. Das muss ihn gewaltig unter Druck setzen. Was ich sagen will, behandle ihn mit etwas Respekt. Ja, mach ich. Ganz schön weit der Weg. Ach, bis ganz nach oben, natürlich. Wir haben alle Spitzenmanager der systemischen Büro im obersten Stockwerk. Über allen zu stehen gibt ihnen wohl das Gefühl, nun, über allen zu stehen. Was für ein Gebäude. Sind wir gleich da? Oh, Birgit! Oh, da heißt jemand Birgit. Der Name meiner Mama. Meine Mama ist im Spiel. Siehst du auch aus wie meine Mama? Nee, aber okay. Hallo Mama. Denk daran, es zählt nicht nur unser Ertrag.
Wir sind auch für das Wohlergehen aller Menschen in der Fabrik verantwortlich. Wir kümmern uns um unsere Leute. Ob es auch irgendwo eine Bianca gibt? Das ist mir persönlich sehr wichtig. Verzeihung, Mr. Hope? Ah, da sind ja endlich die Freestar Ranger. Verdammt schön, dich zu sehen, Nia. Ich glaube, wir sind fertig, Bridget. Ja. Bridget? Bridget, sagt er. Bridget. Großartig. Großartig. Gott, meine Mutter würde, sonst was mit mir machen, wenn ich sie Bridget nennen würde. Wir könnten mehr von euch brauchen. Birgit. Sprich mit Ron Hope. Legen wir los. Ja? Okay. Zeit ist Geld. Da stimme ich dir zu. Absolut schrecklich, dass ein Schiff direkt aus unserer Fabrik gestohlen wurde. Das muss bestraft werden. Je früher, desto besser. Ich habe dein gestohlenes Schiff auf Monata Luna gefunden. Das sind tolle Neuigkeiten. Mhm. Ich lasse es sofort abholen. Damit ist eure Arbeit aber natürlich nicht getan. Der Dieb muss gefunden und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Ich muss euch sicher nicht an meine Position im Rat der Gouverneure erinnern. Ja, Mr. Hope, auf mich ist Verlass. Schön, dass wir uns verstehen. Ron Hope ist mir tausendmal lieber als Benjamin. Sam hat das gefallen. Okay, ich krieg wieder Pluspunkte bei ihm. Also. Habt ihr wenigstens irgendeine Spur? Einen Hinweis? Das Schiff wurde an eine Gruppe von Männern geliefert, der eine Farm kaufen wollte. Was passiert ist, nachdem das Schiff gestohlen wurde, ist mir egal. Ich will nur dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passieren kann. Ich weiß nicht, ob ich groß helfen kann, aber ich beantworte gerne alle Fragen. Warum hat niemand den Diebstahl gemeldet? Weil ich das angeordnet habe. Ach so. Würde das herauskommen, okay, wäre unser Image unwiderruflich beschädigt. Ich stehe in heftiger Konkurrenz zu anderen Schiffsbauern. Jedes Anzeichen von Schwäche wäre fatal. Und vor allem würde wohl jeder Schiffsdieb in den besiedelten Systemen nach Hopetown kommen und das nächste große Ding planen. Der Dieb hatte Hilfe von einem Insider. Weißt du darüber irgendwas? Was? Unsinn! Wir überprüfen unsere Leute sehr genau. Ja gut, aber man weiß ja nie. Hopetech legt allerhöchste Standards an seine Mitarbeiter an. Aber ich könnte Gossett wohl eine gründliche Personalüberprüfung durchführen lassen. Sei versichert, wenn wir Beweise dafür finden, dass einer meiner Leute beteiligt war, informiere ich dich. Hat jemand den Dieb gesehen? Wir haben jeden befragt, der zum Tatzeitpunkt im Gebäude war. Und niemand hat irgendetwas auch die gesehen. Kameras nicht? Gar nichts? Ehrlich gesagt halte ich das für höchst unwahrscheinlich und äußerst verdächtig. Dann muss es doch ein Insider sein. Ich gestehe aber ein, dass der Hangar manchmal leer ist. Es ist also nicht unmöglich, dass der Dieb sich unbemerkt hineingeschlichen hat. Hatte das gestohlene Schiff irgendwas Besonderes an sich? Nein, gar nichts. Es war ein ganz gewöhnlicher Hopetech-Frachter. Wobei es natürlich äußerst wertvoll war. Hopetech baut die robustesten und zuverlässigsten Raumschiffe in den besiedelten Systemen. Meine Schiffe halten doppelt so lange wie alles, was Stroud Eklund fabriziert. Klar, dann sind wir wohl fertig. Gut. Okay, also hat mir nicht so wirklich geholfen. Klar sein, Deputy. Diese Stadt wirklich ist die Heimat von Männern, Frauen und Kindern, die auf Hopetech angewiesen sind. Ich biete ihnen die Jobs, die ihnen genügend Essen, wir werden das Schiff wieder finden, und ein Dach über dem Kopf sichern. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Wenn die Sache herauskommt, verlieren meine Investoren das Vertrauen und meine Arbeiter bezahlen dafür. Das darf nicht passieren. Du bist bekannt dafür, auf deine eigenen Leute aufzupassen, Hope. Das wird der Deputy bestimmt nicht vergessen. Ach ja. Nun, das höre ich gerne. Ich habe hart dafür gearbeitet, dass hier alle gut versorgt werden.
Okay, du kannst auf meine Diskretion zählen. Ich verstehe deine Lage. Was Diskretion angeht, kann ich nichts versprechen. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich, wenn ich in einen Raum komme, die Gegner nicht immer sofort als erstes anschieße. Das muss ich lernen. Im Zweifel könnte man sie überreden und das führt zu besserer Diskretion. Aber ich renne halt immer direkt rein auf die Gegner, piu piu, aber schön, dass wir da muss ich aufpassen. Das lief im letzten Stream nämlich auch nicht wirklich diskret, was ich da gemacht habe. Nicht jetzt, Korsett. Ich bin beschäftigt. Okay, Korsett. Aber wir haben neue Informationen. Ich habe soeben erfahren, dass das gestohlene Schiff direkt nach dem Diebstahl in Neon gelandet ist. Aha. Endlich ein Durchbruch. Tja, Deputy, wie es aussieht, fliegst du nach Neon. Zurück nach Neon, da war ich ja eigentlich eben erst. Denk daran, was wir besprochen haben. Meine Leute zählen auf dich. Hey, können wir uns kurz unterhalten? Sprich mit Nia Kalo. Okay. Die Person ist beschäftigt. Sie möchte noch nicht mit mir reden. Ohne die Fabrik. Ah, hier darf ich mit dir reden. Auch nicht. Das war nicht so hilfreich wie erhofft. Aber immerhin weißt du jetzt, wo du anfangen musst. Hoffen wir es. Du fliegst also wohl nach Neon. Es gibt dort einen Ranger, Jalen Price. Er ist ein bisschen anders als wir anderen. Aber Neon ist ja auch ein bisschen anders. Jalen, auch ein interessanter Name. Alles klar. Er kann dir bestimmt helfen. Also, wir haben beide zu arbeiten. Ja klar, jeder muss arbeiten, ne? Danke noch einmal für die Hilfe da draußen. Gerne. Halt die Ohren. Halt die Augen und Ohren offen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich alle Infos haben. Ja, danke, dass du das Meeting organisiert hast. Kein Problem. Viel Glück, Ine und Deputy. Oh mein Gott, wie viele Credits ich hier momentan kriege. Okay, auf nach Neon. Ja.